Da gibt es aber einen Trick, den kennen nur Profis und die Profi-Dart-Industrie möchte auch nicht, dass dieser Tipp bekannt wird, aber ich sag's euch trotzdem. Hallihallo Leute, heute ist der erste Advent und deswegen gebe ich euch heute die 5 ultimativen Tipps, wie ihr zu Top-Profis im Dartsport werdet, ne? 5 ultimative Tipps? Crazy! Also die Tipps, mehr brauchst du nicht. Jetzt pass auf, Schritt 1. Und das Geilste ist, wir werden das jetzt so durchpolieren, ne? Schritt 1, antilopieren. Ja? Antilopieren? Crazy! Pass auf, antilopieren. Es wird nämlich hardcore, sag ich euch. In diesem Stunt würden keine professionellen Stuntmänner verletzt. Es gab nämlich keinen, es gab noch nicht. Antilopieren, ja, ihr kennt das ja. Die Profis, die da so hoch gehen, das seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Muss nochmal runter hier, zum Boden der Tatsachen. So, pass mal auf. Der Profi, ja, der hebt so ab, ja. Bei manchen Profis ist das schon ein bisschen reduziert worden aufgrund der Evolution. Die machen nur noch so oder die bleiben gar ganz stehen, ne? Das ist natürlich völlig falsch. Beim Antilopieren muss man Antilopen gleich, ja, den Sprung ansetzen. Ich zeige euch gleich von oben, wie das aussieht. Und zwar, du gehst da ran, so, und jetzt antilopierst du, so, ja, antilopierst du nochmal, ja, und dann, so, und schon hast du eine 80, ja, mit dem Bouncer. Wer kann das von sich behaupten? 80 mit Bouncer. Also, antilopieren, du musst diesen Sprung musst du machen. Das nächste ist möblieren. Ne? Möblieren. Möblieren? Crazy! Pass auf, ich leg euch hier mal kurz hin. Meine Pfeile daneben. Du nimmst dir einen Kasten, klausfreies Alkoholtaler. Ne? Dann ein Gesicht deiner Wahl. Und jetzt möblierst du vom Allerfeinsten. So. So, mindestens 3. Viertes geht auch noch, ne? So, der haut mich jetzt aber schon wieder um, hey. Ich habe schon so lange keine Alkoholfreies mehr gehabt. Das ballert jetzt schon rein. Ja. Denn dein Oberstübchen, ja, pass auf, ich zeig's dir. Hier, dein Oberstübchen. Der ist ja leer nach der Geburt. Den musst du erstmal möblieren. Ne? So, jetzt haben wir das möbliert. Und dann können wir kombinieren. Ne? Antilopieren, möblieren, kombinieren. Ne? Kombinieren? Crazy! Das Wichtigste nach dem Möblieren ist, erstmal, das ist wirklich wichtig, Pfeile suchen. Warum? Weil du ohne die Pfeile keine Punkte machen kannst. Ich kann das mal demonstrieren. Ne? Demonstrieren? Crazy! Du kannst, sag mal, perfekt antilopieren. Ja, no score, ne? Zählt nicht. Du brauchst die Pfeile. Oder wie manche Fans mir schreiben, Pfeile, ne? Mit hier ist meine Pfeile. Mit einer Pfeile kann man nicht Dart spielen. Eine Pfeile ist ein Werkzeug, ne? So, antilopieren, möblieren, so. Und dann kombinieren. Und ganz oft passiert dann sowas. Und ich kann euch sagen, warum. Weil man muss austarieren, ne? Austarieren? Crazy! Die Schwankungsbreite reduzieren. Und zwar mit dem handelsüblichen Gürtel normalerweise. Das ist bei mir so, dass mir die Hose rutscht. Deswegen würde ich das jetzt nicht empfehlen bei euch. Aber der Profi macht das normal so. Ja, ich zeige euch das mal von näher. Der Profi geht erstmal ran, nimmt den Ring, so Round oder was auch immer ihm zur Verfügung steht in der Nähe. Und dann nimmt der Profi hier seine Schlinge. Und dann geht er in die Schlinge rein und dann macht er sich erstmal fest an dem Dingens. Ja? Und jetzt, was der Profi jetzt ausgleicht, ist, wenn er möbliert ist und er schwankt, dann ist er reduziert in der Schwankungsbreite. Und so kann man zum Beispiel hier bei maximaler Auslastung dieses orthopädischen Diagonalgurts, kann man hier genau, ich zeige euch das mal, wenn ich mich wieder befreit habe, bis zum Bullseye kommen. Ja? Also Bullseye ist dann schon mal sicher. Problem ist mit Bullseye, wenn du immer nur Bullseye machst, hast du irgendwann eins Rest. Aber dafür gibt es ja auch einen Tipp. Und zwar Tipp Nummer 4. Ne? Recherchieren. Ja? Recherchieren? Crazy! Und damit meine ich jetzt nicht so Schwachsinnskanäle wie zum Beispiel Darts Gondel oder Robstar 180 oder wie die alle heißen, ne? Die sind alle kostenlos, ne? Da musst du dir mal vorstellen. Was nichts kostet, ist auch nichts, ja? Wenn ihr das noch nicht gelernt habt, hier, Tipp Nummer 4. Merke, Darts Mathematik 4 plus 1 ist 4. Crazy! Also, je mehr Geld du in die Hand nimmst, ja, desto besser spielst du auch. Von daher auch bei mir. Die Gaga-Pfeile kannst du vergessen, der kostet knapp 50 Euro. Ihn hier, ne? 120 Euro
den musst du dir rauslassen. Dann fliegt die Lotte aber auch. Das sage ich dir ganz ehrlich, ne? Hier, den Holzkopf kannst du vergessen, kostet auch fast nichts. Die sind sogar relativ teuer, die könnten sogar geil sein hier. Cheesy Pixel-Tipp, ging ganz gut ab hier. Der hier, wahnsinnsgeil. Hier eher nicht so, ne? Der geht so, ja? Und so musst du gucken. Und genauso wie beim Material eben auch bei den Tipps, die du dir holst. Also erstmal Sport 1, diese Barney Akademie. Wenn du die kaufst, leg noch einen Huni drauf, ne? Als Spende für Sport 1. Warte mal, Spende für Sport 1? Crazy! Dann geht das Training besser, glaub mir. Ja? Dann irgendeiner, der so Coaching oder was anbietet, ja? Den auf jeden Fall überzahlen. Ja? Wenn der nur 70 bis 100 Euro pro Minute will, du dir drauf. Ich sag's dir ganz ehrlich, also zwischen 10 bis 15 Millionen Euro sollte man schon investieren im ersten Jahr. Und jetzt Achtung, nochmal absolut heftiger Abschlusstipp. Abschlusstipp. Heftig. Tipp Nummer 5. Ne? 4 plus 1 ist 4 plus 1 ist 5. Ne? Variieren. Variieren? Crazy. Man sagt ja immer beim Daten, man muss über der Schulter abwerfen. Ja? Da gibt es aber einen Trick, den kennen nur Profis. Und die Profi-Dart-Industrie möchte auch nicht, dass dieser Tipp bekannt wird. Aber ich sag's euch trotzdem. Am besten doniert ihr gleich mal 500 Millionen Euro rein, weil sonst ist dieser Tipp umsonst. Und ihr wisst ja, was man von Tipps halten sollte, die umsonst sind. Gar nichts. Gar nichts, ja. So, Überschulter-Abwurf. Ne? Jetzt kommt der Tipp. Wenn du die Schulter nach unterhalb senkst, ja, wo ist dann oben? Richtig, unten, ja. In Neuseeland ist dann oben bei Shotdart. So, und jetzt, da musst du den Pulli aber zur Seite tun. Jetzt gehst du her und visierst an dein Ziel, ja? Blind anvisieren, möblieren im Kopf, konzentrieren. Und schon kannst du. Ja. Der war knapp, ne? Aber mit bisschen Übung und mit ein paar Millionen Euro wird das schon noch, ne? Das waren meine Tipps zum ersten Advent. Gehabt euch wohl, macht es gut. Tschüssi. Jetzt habe ich noch einen zum Abschluss. Budieren, ja. Budieren? Standard. Du musst einfach alles wegbudieren, was dir im Weg kommt. Weil ich habe herausgefunden, ne, nach jahrelanger philosophischer, teils intensiver Recherche, wenn du jedes Spiel gewinnst, dann verlierst du nie. Ja, denk da mal drüber nach. Ne? Also budieren. Budieren und zum Schluss noch abonnieren. Und dann sehe ich euch im nächsten Video, ne? Das war's wieder zum ersten Advent. Haut's rein. Tschüssi! Ich hoffe, ihr fandet mein Video absolut wunderbar.